Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute werde ich euch mal etwas darüber zeigen, wie man Crowds in UDK macht. Crowds kann man dazu verwenden, zum Beispiel bei einem Tower Defense Game, wenn die Gegner von einem Punkt zum anderen laufen sollen und dort einen Schaden anrichten sollen. Ich zeige euch jetzt nur, wie man die Crowd macht, die von hier zum Beispiel nach da läuft. Das mit dem Schaden ist ganz einfach mit Kismet zu machen, aber das könnt ihr selber machen. Um das jetzt eine Crowd zu erstellen, müsst ihr einfach View, Browser Windows Actor Classes, da drinnen müsst ihr jetzt einfach unter Crowd reingehen, also hier Crowd, und dann edit einfach einen Game Crowd Destination. Hier einen und zum Beispiel dort einen. Da könnt ihr so viele adden, wie ihr wollt. Ich edit jetzt einfach nur noch zwei. Dann geht ihr auf den ersten Crowd Destination, macht einen Doppelklick drauf und geht hier oben auf Lock. Dann geht ihr auf den zweiten und edit das bei Next Destination mit dem kleinen Häkchen hier. Gut, das könnt ihr natürlich auch im zweiten machen. Ihr geht auf den zweiten, lockt es und edit den dritten bei Next Destination. Jetzt geht ihr in Kismet rein. Macht einen Rechtsklick, nur Event, und wählt irgendein Event aus. Ich nehme jetzt hier das Player Spawn Event. Dann macht ihr noch einen Rechtsklick, New Action, Crowd, und dann addet ihr UT Crowd Spawner. Verbindet das Out mit dem Start, und dann geht ihr zum Startpunkt, also den Startpoint, macht einen Rechtsklick, und New Object, wir using Game Crowd Destination 10, und verbindet es mit Spawn Point. Und einfach hier raufklicken auf den, und Rechtsklick Kismet, und dann mit Spawn Point verbinden. Jetzt in dem UT Crowd Spawner müssen wir hier bei Crowd Agent List einen Arch-Type hinzufügen. Um das jetzt zu machen, geht in die Actor Classes rein, macht das Häkchen bei Use Actor as a Parent raus und gebt hier einfach mal ein Crowd. Jetzt hier bei Uncategorized gibt es einen Crowd, also gibt es so einen Game Crowd List of Agents. Da müsst ihr draufklicken und Create Arch-Type. Jetzt macht ihr ein Package damit, sagen wir 1 und Name sollte Test sein und dann OK. Geht in den Content Browser und speichert und das neue Package hier. 1, also Save und Save. Geht ihr wieder in die Actor Classes und oben findet ihr jetzt den UT Game Crowd Agent, also unter Crowd UT Game Crowd Agent. Dann müsst ihr draufklicken, Create Arch Type. Dann hier bei Package müsst ihr eben 1 eingeben und bei Name gebt ihr einfach mal Test 1 ein. Dann OK. Jetzt geht ihr in den Content Browser und speichert das. Hier 1, Save. Dann geht ihr auf das Test, also das erste Archetype, und hier unter List of Agents auf das Plus, und dann addet ihr einfach das Test 1 hier bei Agent Archetype. So haben wir den Archetype von dem Agent einfach hier bei Agent Archetype hinzugefügt. Jetzt geht ihr in Kismet rein, und mit dem Test selected, also markiert, geht ihr hier in den UT Crowd Spawner rein, und addet das erste Archetype, also das Test, zum Crowd Agent List. Und jetzt haben wir es. Jetzt in dem Test 1, also in dem UT Game Crowd Agent, könnt ihr eben jetzt ein paar Properties einstellen, also ein paar Einstellungen machen. Zum Beispiel hier, die wichtigste wäre jetzt bei Skeletal Mesh Component und unter Skeletal Mesh Component gibt es hier das Skeletal Mesh. Da könnt ihr eben ein eigenes Custom Skeletal Mesh hinzufügen und natürlich den eigenen Anim Tree Template und die eigenen Animationen. Ich mache das jetzt aber nicht. Dann gibt es hier noch eine wichtige Option. Hier unten bei, wo ist das? Bei Game Crowd Agent könnt ihr hier bei Health eben die Lebensanzeige reintun. Ich meine, jetzt hier 10 Leben haben die jetzt einfach und hier könnt ihr noch einen Ambient Sound reintun, aber das lasse ich jetzt auch mal. Mit den anderen Optionen hier könnt ihr einfach rumspielen, die machen coole Sachen, da kann man ein bisschen alles ein bisschen verbessern, aber das war es jetzt eigentlich, mehr mache ich jetzt hier da drinnen nicht. Gut, jetzt haben wir es hier eben geaddet und hier können wir jetzt auch noch ein paar Optionen einstellen, zum Beispiel hier die Spawn Rate und natürlich die Maximal Agents und hier die zwei müsst ihr reintun, das bewirkt nämlich die Schatten der Bots. Okay, können wir das mal schließen. Dann kommt noch ein wichtiger Punkt, jetzt müsst ihr einen Rechtsklick machen, Add Actor und dann Add Pyloon. Weil dieses Pyloon hier berechnet jetzt den Weg von den Bots und berechnet dort auch eben Objekte rein oder Hindernisse, dass sie dann dem ausweichen. Und eben das müssen wir adden. Dann geht ihr auf Rebuild, dann geht ihr hier auf View, auf Build AI Pass. Da macht ihr noch einen Game Type rein und dann können wir es mal ausprobieren. Play from here. Wie ihr sehen könnt, sie sind zwar da, aber sie fliegen irgendwie über dem Grund. Und wir können sie auch umbringen, wie man sehen kann, aber sie fliegen eben. Und das ist zu machen, geht ihr wieder in den Test 1 rein, also in unseren den Properties, wo man das alles umstellen kann, die Crowd, also in den Arch Type. Und dort bei Ground Offset müsst ihr jetzt zum Beispiel 40 eingeben. Wer sich jetzt fragt, wo ich die 40 herbekomme, da bin ich einfach hier unter UT3 unter Charaktere reingegangen, auf Lime und dann im Lime bei Origin steht eben minus 49.
Das wäre so der Mittelpunkt. Und ich gebe jetzt 40 ein, weil minus 49 ist ein bisschen zu hoch noch. Also 49 noch. Also ich habe jetzt einfach 40 eingegeben. Jetzt probieren wir es mal aus. Play von mir. Ihr sehen könnt, jetzt sind sie schön am Boden. Sie bleiben auch liegen. Und da kommen immer mehr. Jetzt kann man eben noch im letzten Punkt, könnte man noch einstellen, Kill and Reach. Also wenn sie dort angekommen sind, sollten sie verschwinden. Das könnte man jetzt auch noch einstellen und das stelle ich jetzt auch mal ein. Und das könnte man jetzt eben mit dem Tower Defense verbinden. Also wenn die da kommen und da ankommen, dann berühren sie ihren Trigger, sie verschwinden und man bekommt zum Beispiel Damage, also eine Wand bekommt Damage und wird dabei zerstört. Das könnte man jetzt eben machen, aber wie schon gesagt, man könnte es machen, ich mache es jetzt nicht. Gut, und hier ist unser Crowd jetzt. So, ein paar lasse ich jetzt noch, und wenn man den sieht, sie gehen jetzt zu dem Spawnpunkt und wechseln sie. Wie man aussehen kann, da kommen jetzt sehr, sehr, sehr viele. Kommen jetzt immer mehr und immer mehr. Da stehen sie schon am Rand ein bisschen. Ja, das war's eigentlich, wie man Crowds in UDK erstellt, und danke fürs Zusehen.